Jugendliche unterstützen dabei, einen Sinn im Leben zu finden, Berufung zu finden. Können wir aus meiner Sicht, wenn wir diese Jugendlichen unterstützen, erstmal schauen, dass sie sich sicher in ihrem Körper fühlen. Also aus meiner Arbeit weiß ich, dass einfach sehr, sehr viele Menschen Trauma in sich tragen, sich wertlos fühlen. Nicht alle, aber viele tief in sich Dinge haben, die sie noch nicht verarbeitet haben aus der Vergangenheit. Und umso unsicherer sich der Körper fühlt, das Nervensystem nicht reguliert ist, desto mehr sind wir im Überlebensmodus. Ist ein Körper, ein System im Überlebensmodus, ist es nicht offen für den Sinn des Lebens, weil es die Kapazität dafür nicht hat. Das ist dann unwichtig, der Sinn des Lebens, da geht es nur ums Überleben. Das heißt, da würde ich wirklich an dieser Ursache arbeiten, also traumasensibles Arbeiten am Nervensystem, sich regulieren, immer mehr den Körper spüren, ankommen. Und da gibt es ganz viel, was man machen kann. Ne? Schauen, was hat dieser Jugendliche für Anteile? Gibt es etwas, hat er Vertrauen in sich? Wenn ich Vertrauen in mir habe, das kann ich ja auch nur, wenn mein Nervensystem einigermaßen reguliert ist und ich nicht im Kampfmodus bin oder im Freeze-Modus bin oder im Unterwerfungsmodus bin. Da würde ich daran arbeiten. Und umso sicherer dann dieser Jugendliche sich fühlt, desto offener ist dieser Jugendliche natürlich von alleine, von sich aus, für den Sinn des Lebens. Der wird dann von alleine kommen, auch die Begabung und alles. Und dann fließt es frei. Da muss man nicht mehr kämpfen ums Überleben, in Anführungsstrichen. Das hört sich jetzt so doof an, weil wir kämpfen nicht im Außen. Es ist ja alles im Innen. Und dann sind wir nicht authentisch. Und so können wir auch nicht unseren Sinn finden.